Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time to Change. Wir fangen heute mit der Staffel an, in der wir unsere Geschäftsführer der EGT Unternehmensgruppe interviewen werden. Heute fangen wir an mit Jens Buchholz. Er ist Vorstand der EGT AG und auch noch kaufmännischer Geschäftsführer der EGT Energie GmbH. Hallo Jens, schön, dass du Zeit gefunden hast. Freut mich, hier zu sein. Dankeschön. Vorweg, was war dein persönlicher letzter Change-Moment? Ja, die letzten Wochen hatten wir bedingt durch den Ukraine-Krieg leider sehr viele negative Change-Momente. Also, so wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt, die Auswirkungen auf den Energiemarkt sind dann natürlich schon sehr, sehr groß im Moment. Aber jetzt kommen wir zu dem schöneren Thema. Ein positiver Change-Moment, der war wirklich der Beginn dieses neuen Kanals, dieses neuen Formats. Und von dem her freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Ja, freut mich natürlich und das ganze Team für ein so ein tolles Feedback. Das ist immer schön zu hören. Für die Zuschauer vielleicht. Stell du dich doch mal und die EGT-Unternehmensgruppe vor. Sehr gerne. Also mein Name ist Jens Buchholz, bin 50 Jahre alt, seit fast 20 Jahren bei der EGT-Unternehmensgruppe. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, 22 und 19 Jahre alt und bin ja 2002 zur EGT gekommen, damals als Leiter Controlling. Und konnte dann relativ schnell in eine weitere Führungsposition kommen, wurde dann 2006 kaufmännischer Geschäftsführer. Ab dem Jahr 2011 war ich dann Mitglied des Vorstands und seit dem Ausscheiden von Herrn Kastner im Jahr 2019 bin ich Alleinvorstand der EGT AG. Und vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zur EGT Unternehmensgruppe. Die EGT als Dachgesellschaft hat mehrere Töchterunternehmen. Wir betreiben in der EGT Energie regional Strom-, Gas- und Wärmenetze, sind im Bereich des EGT Energievertrieb hier deutschlandweit unterwegs, beliefern dort Privat- und Industriekunden mit Strom und Gas, bieten aber auch Zusatzleistungen an wie Monitoring und Energiecontrolling. Dann haben wir noch unsere EGT Gebäudetechnik, unsere große Projektgesellschaft. Dort machen wir im Wesentlichen eben Großprojekte im elektrotechnischen und informationstechnischen Bereich. Und ganz neu im Portfolio seit Ende 2020 unsere EGT Energy Solution, auch der neue Treiber unserer EGT Slogan Energie der Veränderung. Dort werden wir eben zukünftig ganzheitliche Energielösungen dann unseren Kunden anbieten. Das ist eben auch so unsere Begleitung der derzeitigen Energiewende. Ja, ein breites Spektrum in der gesamten Energiewirtschaft, würde ich sagen. Ne? Ja, bei uns in Videos geht es ja immer um Tipps, Tricks für den Alltag, für den Beruf, für die Schule. Du bist selber Vater von zwei Kindern, hast du gesagt. Was hast du bei deinen Kindern festgestellt, wenn sie jetzt den Wechsel von Schule zum Beruf gemacht haben? Was waren da so für Herausforderungen? Ja, ich habe mich letztes Wochenende da auch nochmal mit meiner Tochter drüber unterhalten. Sie hat jetzt auch im Herbst angefangen zu studieren. Eine gewisse Orientierungslosigkeit erstmal. Sie hat dann auch gesagt, du Papa, im Lehrplan, wir haben so viel Theorie, aber da ist keinerlei Zusammenhang zu einem späteren Beruf. Wir wissen eigentlich gar nicht, für was wir das richtig mal anwenden sollen. Und dann wissen die auch nie so richtig ihre Stärken und Schwächen von sich selbst. Und ich sag mal, generell ist es halt mal schwierig, egal wo ich jetzt meinen Abschluss mache, Hauptschule, Realschule oder Abitur, muss ich entscheiden, mache ich eine weiterführende Schule oder gehe ich ins Studium, sofern ich das Abitur habe. Das sind halt sehr viele Punkte, die auf so ein Kind dann auch zusammenkommen. Und da hat sie sich schon auch sehr schwer getan, da eine Entscheidung zu finden. Was für Tipps könntest du jetzt den Zuschauern geben, was sie dagegen tun könnten, um sich besser zu orientieren? Also ich sag mal, generell bin ich ein sehr großer Fan von Praktika oder man könnte auch beispielsweise jetzt immer einen Ferienjob machen in den verschiedensten Bereichen. Dann kann man das Nützliche dann auch mit dem Wirtschaftlichen auch verbinden. Also ich denke, alles, was man jetzt irgendwo in einem Unternehmen an Erfahrung sammelt, bringt einem am Ende des Tages weiter. Und
Aber ich meine, im Vergleich zu uns früher habt ihr jetzt eben auch das Internet. Und wenn man sich da eben auch ein bisschen Aufwand betreibt, kann man schon eben sehr viel dann auch im Internet über eine spätere Berufswahl eben herausfinden. Ich habe ja dann auch immer gesagt, dort gibt es nicht nur soziale Medien, da gibt es auch andere Dinge, die man sich anschauen kann. Das stimmt, ja, man muss sie nur finden, ne? Nee, die EGT gehört zu einem sehr starken Arbeitgeberbund hier in der Region. Was macht ihr dafür, dass sich junge Menschen beruflich orientieren können? Also wir haben ja schon sehr früh Kooperationen mit den Schulen hier in der Region geschlossen, sowohl auf Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen, weil wir brauchen ja aus jeder Sparte Berufsabgänger oder Berufseinsteiger. Wir brauchen Schulabgänger, um Berufseingänger zu haben. Diese Schulkooperationen helfen uns einfach dann auch ja relativ früh in den Kontakt mit den Schülern zu kommen. Wir bieten eben aber auch Jobs und Praktikas an und jetzt probieren wir eben auch durch dieses Format, dass wir den Schülern das eben auch online digital liefern, sodass sie da also wirklich dann auch ja Empfehlungen und Tipps auch aus der EGT-Unternehmensgruppe haben. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Praktikum bei der EGT gemacht habe oder auch so eine Art Ferienjob und mich danach bei euch hier bewerbe, auf was legt ihr in den Bewerbungen Wert? Also wenn man hier schon mal ein Praktikum gemacht hat, dann hat man sicherlich schon mal deutlich bessere Voraussetzungen, weil wir kennen euch ja dann schon. Generell probieren wir immer herauszufinden, passt derjenige zu uns, hat er ein gewisses Interesse jetzt auch für die Energiewirtschaft. Da tun wir uns ja schon ein bisschen unterscheiden von anderen Branchen. Und ich sag mal, Noten sind jetzt nicht der erste Blick, wo wir drauf werfen, ob das passt oder nicht. Also sind natürlich nicht ganz unwichtig. Also ich möchte jetzt hier keinem sagen, Noten sind völlig unwichtig, das nicht. Aber das ist jetzt nicht das erste Kriterium für eine Einstellung. Und ich glaube, wenn dann der Bewerber und die EGT, wenn man dann glaubt, man kann da gemeinsam was entwickeln, sich persönlich weiterbilden, dann glaube ich, hat man hier wirklich ganz, ganz gute Chancen. Das heißt, im Vordergrund steht für euch der Mensch. Ja, absolut. Das ist auch schön zu hören. Und du sagtest, du bist jetzt fast seit 20 Jahren EGT mit, ja, in der EGT-Familie. Was kann ein Azubi hier erwarten oder ein Berufseinsteiger, der sich entscheidet, bei der EGT zu arbeiten? Also ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, durch unsere verschiedenen Unternehmensbereiche sind wir eben sehr, sehr breit aufgestellt. Das hilft natürlich dann schon auch mal in der Ausbildung oder auch im dualen Studium, dass er in völlig verschiedene Bereiche reinkommt. Da haben wir ein bisschen einen Vorteil im Vergleich zu anderen Unternehmen, weil wir da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und die Energiebranche hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr positiv entwickelt. Als ich angefangen habe, war das eine der langweiligsten Branchen überhaupt. Wir waren ja Monopolbetreiber. Und mittlerweile hat sich eben auch politisch bedingt das Ganze sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und es ist für mich im Moment so einer der spannendsten Branchen für die Zukunft überhaupt. Und jeder redet im Moment über ein Thema Klimawandel. Und die Energiebranche wird da sicherlich einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten. Mhm. Du hast gerade gesagt Monopol. Was ist ein Monopol vielleicht für die jüngere Generation? Also ein Monopolist ist, dass er im Grunde eigentlich keinen Wettbewerb hat. Also bis zum Jahr 1998 gab es ja in jeder Region einen Energieversorger. Der hat mehr oder weniger die Preise so festlegen können, wie es für ihn gepasst hat. Er hatte irgendwo anmelden müssen, aber er war keinem Wettbewerb ausgesetzt. Das heißt, die Kunden hier in der Region mussten das dann eben bezahlen. Er konnte jetzt nicht zu irgendeinem anderen Anbieter gehen. Und das ist eben heute völlig anders. Heute haben wir da sehr massiven Wettbewerb. Das einfach mal zur Beschreibung von einem Monopolisten. Okay. Das heißt, man war sozusagen der King im So oder so ähnlich, ja, genau. Ja, als Vorstand hast du es ja ziemlich weit geschafft. Hast du Tipps für die Zuschauer, auf was man achten sollte, wenn man Karriere machen möchte? Also ich hatte jetzt keinen speziellen Karriereplan, den ich mir damals ausgearbeitet hatte. Mein erster Arbeitgeber nach dem Studium war HP in Böblingen. Die hatten so diesen Slogan, diese HP-Way, der hat mich sehr angesprochen, weil das ein bisschen anders war wie die sonstigen Unternehmen. Dort hatte ich dann begonnen. Der einzige Grund war das einfach, weil es eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur hatte. Und ich hatte mir noch in den Kopf gesetzt, dass ich 2 Jahre in die Beratung möchte. Das habe ich dann eben auch gemacht. Und dann bin ich eben durch Zufall hier zur EGT gekommen
war jetzt auch nicht geplant, dort 20 Jahre zu bleiben, sondern auch als Zwischenschritt. Aber ich habe mich hier wohl gefühlt, bin gut gefördert worden, ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, wenn man das halt dann irgendwann mal beurteilen kann, dass man immer ja, gute Führungskräfte hat, die einen auch fördern. Ja. Und wir haben hier, das probiere ich eben gerade auch weiterzugeben, immer den Führungskräften dann auch Vertrauen zu geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Und wir haben, ich denke, das hier bei der EGT ganz gut geschafft. Wir haben sehr, sehr junge Führungskräfte, die meisten alle intern nachgezogen, sodass man bei der EGT wirklich eine ganz tolle Perspektive hat. Okay, das ist ja schön, wenn die EGT so viel auf eigene Mitarbeiter legt. Zum Abschluss, was würdest du den Zuschauern auf den Weg mitgeben für ihre persönliche Berufsorientierung? Also ich würde Ihnen sagen, seid offen, informiert euch, probiert viele Dinge aus mit Leidenschaft, versucht es wirklich für euch herauszufinden, weil am Ende des Tages arbeitet ihr ja wahrscheinlich bei euch dann irgendwann 40, 50 Jahre, bis ihr in Ruhestand geht. Und das Wichtigste ist, dass die Arbeit einem Spaß macht und vielleicht auch erstmal ganz grob trennen, will ich eher handwerklich werden, tätig werden oder eben im Büro tätig sein. Wenn ich jetzt jemand bin, der jeden Tag eigentlich sehen möchte, was habe ich heute geleistet, dann sollte der eher im handwerklichen Bereich sein, weil hier gibt es schon einige Tage, da geht man nach Hause und denkt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Mhm. Und Dinge ausprobieren mit Leidenschaft und auch sich nicht so viel beeinflussen lassen von anderen, einfach probieren, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir wären jetzt auch schon am Ende, Jens. Ich danke dir für deine Zeit und das tolle Interview. Falls ihr noch Fragen an uns habt, an Jens oder an mich, schreibt unten in den Kommentaren oder schreibt uns auf Instagram. Wenn du jetzt noch ein paar Tipps und Tricks oder Impulse benötigst für deine Berufsorientierung, schau unser Video an Schule aus und jetzt, denn da liefern wir dir ein paar tolle Tipps und Impulse, was du nach der Schule machen kannst. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und es dann wieder heißt Time to change.